So, der ist es auch. Cool. Ich habe gestern angefangen, deine Let's Plays von Seven Days to Die anzugucken. Part 20. Vielen lieben Dank. Ja, ich habe gedacht, ich mache es mal anders, ne, weil alle das... Ich spiele halt nur den Blutmond. Weil alle anderen spielen mit Zombies und ich wollte mal zeigen, dass das geht. Dass man das auch in Ruhe spielen kann. Ich muss sagen, mich nerven die Zombies immer. Die stören mich immer beim Bauen und so, dass ich dann denke, ey, ich habe hier keinen Platz. Oder beim Looten, ey, da brauchst du in den Gebäuden ja 8-mal so lange. Hier ist ein Handtoucher auf dem... Auf der Pizza, huch. Ist ja eklig. Ach siehst du, ich hab hier, guck mal, was ich hier vergessen habe. Aber es ist immer noch Müll da. Sag doch, den finde ich dann nach und nach beim Putzen. Und hier könnte ich vielleicht auch... Jawohl. So, dann haben wir die Wand auch sauber. Ja, genau. So machen wir das. Okay, dann werden wir den schon... Something is blocking the way. Bist du schon sauber? Du siehst sauber aus. Jawohl. So, und dich putzen wir kurz. Ja. So. Der kommt dahin. Die Wand war ja sauber, ne? Ja. Gott. Der ganze Tisch. Das stört mich nicht, wenn du ohne Zombie spielst. Macht trotzdem Spaß. Ja, ich mag unheimlich gerne bauen und looten und gucken und so weiter. Ich hätte aber vielleicht... ich habe ja unheimlich viele Mods drin, ne? Einfach Spaß und Freude. Ich reise... Okay. Ich reise ja dann auch im Pferd und so weiter. Für das Let's Play hätte ich jetzt überlegt, ob ich dann nicht doch hätte lieber den Mod reinpacken, dass ich auch große Gebäude im Grün, also im Waldbiom habe. Weil das haben sie ja geändert. Aber nu ist zu spät. Nu ist das Let's Play fertig. Ich spiele gerade für mich die Mod. Würdest du bitte? Danke. So. Der hat eben nicht gemacht, was ich wollte hier. Dieser Stuhl kippt immer um, ne? Der hat eine leichte
Schwerkraft nach hinten. Da ist nochmal Müll. Spiele ich die Mod Afterlife. Das ist ganz anderes Seven Days to Die, muss ich sagen. Aber die hat mich so geparkt. Aber da musst du erstmal lernen. Ich habe da auch noch nicht alles raus, weil da alles anders ist. So, fällt mir gerade ein, ich könnte ja hier erstmal sauber machen. Da liegen ja auch noch Tabletten. So, jetzt ist das Wasser auch dreckig. Wir machen mal kurz das Kühlhaus hier. Dürfte ja nicht allzu viel sein. Na, dann kommen wir ja, dann stellen wir dich mal zur Seite. So, dann müsste das Kühlhaus eigentlich... So. Fertig sein, ne? Dann machen wir das mal zu. So. Auf jeden Fall den Schwamm. So, den Müll haben wir jetzt. Es fehlt noch ein Beweis. Oh ja, und ganz viele Möbel. Das Büro haben wir ja auch noch. Und dann das letzte Geheimnis. Da muss ich noch mal gucken. Der letzte, da hinten glaube ich, ne? Der letzte Stuhl. Ja. Einmal. Da. Ja, ja, wirfen doch die Kartons durch die Gegend, also ehrlich. So, das müsste jetzt auch sauber sein und dann müsste... eigentlich nur noch das Büro sein, ne? Achso, hier ist noch was an der Scheibe. Sometimes I deserve a tip too.
Okay, aber es wäre nichts gewesen, ne? So, da werde ich viel den Schwamm brauchen. Found you. Zumindest hier hinten, sonst. Und schon ist er. Da wäre jetzt der aufgelevelte Schwamm nicht schlecht. Aber ich will ja hier nicht alles umwerfen. Das wird mich echt fertig machen. Da renne ich lieber ein paar Mal. Das Wasser ist nämlich eh gleich wieder fällig zum Wechseln. Das U. So, das ist nochmal hier. So, war ich hier schon dran? Nein. Da liegt nur eine Kippe auf dem Boden, das triggert mich jetzt aber. Auch wenn das nicht nötig ist, aber ich finde es nicht gut, muss ich sagen. So. Ah, an den Schreibtisch kann ich nichts ohne Apfel. Was liegt denn da Rotes? Ach, das ist Feuerlöscher. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt hingehört. Da. Okay, ich muss mal kurz den Schwamm nochmal auswischen. Auswaschen. Wischen. Natürlich ist das Wasser jetzt auch fällig. Lalala, na, 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 na. Oder nicht nochmal. Das müsste. Das letzte Blut sein, ne? Aber. So ein Dingen fehlt noch. Ja, der Globus, der gehört. Alter, wo gehörte der denn hin? Warte, ich stelle dich erstmal hier hin. Wir machen erstmal das Blut zu Ende.
Okay, Beweis. Es fehlt ein Beweis. Wo gehörte denn der Globus hin? Da oben. So, kann ich noch irgendwas klauen? Bingo. Ja. So, jetzt bin ich aber noch, bevor ich das jetzt hier verlasse, tappe ich noch mal kurz raus. Es fehlt mir, glaube ich, ein Geheimnis. Das habe ich. Ja. Das habe ich, das habe ich, das fehlt. Okay, warte mal. Wir machen aber erstmal die Sachen. Ich war da schon mal und denkst du, next. Wo soll ich hingehen? Go. Ich muss mir das übersetzen, glaube ich. Ich soll durch irgendeine Tür gehen. Oh, vor allen Dingen, ich habe es schon mal gemacht, ne? Alter. Genau hier. Hier ist der letzte Beweis. Okay. Das ist der Gärtner. And then all I could save was that little plant. One only little plant. Sounds weirdly familiar. So, Geheimnis, jawohl. Pitti macht heute leicht Überstunden, wie schön. Ja, ich wollte zumindest den Level hier zu Ende machen und nicht mittenmang aufhören. So, ist hier noch was? Nee. Aber ich muss dann unbedingt die Pizza bestellen. So, dann haben wir alles. Letztes Geheimnis. Warte, ich muss mal kurz raustappen. Dann machen wir das mal zu hier. Okay. Zurück zum Spiel. Und ich habe genau die drei Level geschafft, die ich mir vorgestellt habe. Wie letztes Mal haben wir zwei geschafft. Also wenn wir das Museum und so machen, ich glaube, das Museum macht übrigens mega Spaß. Ist einer meiner Lieblingslevel. Und die Fabrik, ich glaube, da brauchen wir allein schon einen Stream für. So. Also drei Geheimnisse und drei Kassetten hatte der Level. Und dann skillen wir noch. Ich wünsche dir schon mal... Ja, das dauert dann aber noch, bis der dann hier ist. Ich muss mal gucken, wie spät ist es dann.
Ja, vor 9:30 habe ich meine Pizza nicht. So, fortsetzen. So, geklaut habe ich 6. Ach, hier gab es aber auch nicht so viel zu klauen. Fortsetzen. Jawohl. Jawohl, alles geschafft. Super. So, dann skillen wir noch. Und wenn wir dann geschlafen haben, dann 11 Level-Punkte. Hinterlassen keine Blutflecken mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und lasst es euch schmecken. Ja, Heinz, danke dir auch. So, jetzt habe ich die Schwämme erstmal geskillt. Dann machen wir das noch. Okay. Dann haben wir alles fertig. So, dann gehe ich jetzt, finde dein Handy. Mr. Kowalski, perfect job. Not even a drop of ketchup left. So I've sent you a little present. Big Jim likes to appreciate his people. I also put in a good word for you in the underworld. Expect new customers coming. More customers or more psychos? So, jetzt gehen wir schlafen. So. Okay, also das gucken wir jetzt noch. Das ist das von der Demo. It's das open. Level. Just come in. Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No thanks. Mom, what are those noises down there? So, jetzt bimmelt's erstmal. So, seht ihr? Ich habe schon richtig schön hier Ordnung gemacht. So, meine Lieben, jetzt. Achso, jetzt muss ich mich mal irgendwo hinstellen, wo es nicht so dudelt. Jetzt aber wirklich. Jetzt beende ich den Stream. Ich bestelle meine Pizza. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Restwochenende. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und... Ciao, ciao.